Fame Lab, Talking Science. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen hier in Bielefeld. Wer von Ihnen weiß, wie ein epileptischer Anfall entsteht? Keiner. Das macht nichts. Ich werde es Ihnen erklären in 3 Minuten. Wenn wir verstehen wollen, wie ein epileptischer Anfall entsteht, müssen wir zuerst verstehen, wie das Gehirn überhaupt funktioniert. Das Gehirn besteht aus über 100 Milliarden von Nervenzellen. Doch es ist nicht die Anzahl der Nervenzellen, die das Gehirn ausmacht. Nein, es ist die Möglichkeit, dass sie immer wieder sich neu verknüpfen und neue Verbindungen schaffen. Das ist zum Beispiel die Grundlage für lebenslanges Lernen, was jetzt gerade bei Ihnen eine ganz besondere Rolle spielt. Nehmen wir an, dieser Arm ist eine Nervenzelle, ein Neuron. Am Ende gibt es eine Aufweitung, das ist die sogenannte Synapse. Dieser Ball ist ein Interneuron, eine Nervenzelle, die zuständig ist für die Informationsverbreitung in der Oberfläche. Nehmen wir an, nun kommt es zu einer Erregungsausbreitung. Information wird elektrisch im Gehirn weitervermittelt. Es gibt ein sogenanntes Aktionspotential, das läuft hier diesen Nerv entlang bis runter zur Synapse. Hier werden kleine Bläschen geöffnet, sogenannte Neurotransmitter, Botenstoffe werden freigesetzt, führen dazu, dass die hier an speziellen kleinen Rezeptoren andocken und dann die Erregung weitergeben. Das Ganze funktioniert rasend schnell, das heißt, was Sie jetzt hier sehen, ist quasi Zeitlupe. Da die wenigsten von uns nur ein Neuron und ein Interneuron haben, auch wenn manche vielleicht meint, er würde jemanden kennen, lassen wir das ganze Gehirn etwas komplexer werden. Ein Neuron, 2 Interneurone. Sie sehen, dass das Neuron alternierend die Interneurone aktivieren kann. Das ist aber noch nicht alles. Es gibt im Gehirn auch die sogenannten Spiegelneurone. Ja. Spiegelneurone sind Neurone, die in Aktion treten, wenn automatisierte Bewegungen ablaufen, wie zum Beispiel, wenn ihr Gegenüber gähnt und sie selber merken, dass sie gähnen müssen, obwohl sie eigentlich gar nicht müde sind. Lassen wir das Gehirn noch etwas komplexer werden. Ladies and Gentlemen, 2 Neurone, 3 Interneurone. In diesem Beispiel sind die Neurone, sprich meine Hände, relativ stabil und an der gleichen Stelle. Die Interneurone wechseln immer wieder die Kontakte und werden immer wieder aktiviert. Dieses Prinzip gibt es jedoch auch noch genau andersrum. Beachten Sie hierbei, die Interneurone sind relativ stabil und die Neurone wechseln immer wieder die Position. Im Gehirn gibt es aber beide Prinzipien, das führt zur sogenannten oszillatorischen Hirnaktivität. Das ist dann das, was Sie mittels der Hirnstromkurve als Alpha-Grundrhythmus-EEG ableiten können. Nun kann es sein, dass sich das Aktivitätsmuster ändert, dass die hemmenden Neurotransmitter eher weniger werden, die aktivierenden überwiegen. Dann kommt es zu diesen kreisenden neuronalen Erregungen, die sich über das gesamte Gehirn ausbreiten können, dazu führen können, dass sie das Bewusstsein verlieren, dass es zu einer tonischen Anspannung kommt und zu klonischen Zuckungen, was in Ihrem Fall extrem schade wäre, weil dann könnten Sie nicht Ihre Hände zu einem donnernden Applaus zusammenführen. Dankeschön! Applaus.